Vielleicht kann ich damit dieses Tor weiter stellen. Geht es mit Part 29. Also ich habe ehrlich gesagt gar keinen Bock, aber ich will es irgendwie schaffen. Wartet mal kurz. So, jetzt kann es weitergehen. Ja, wir müssen jetzt irgendwie wieder zurück zum Katapult. Ja, als ob ich sie nicht damit töte. Ich muss das eh nochmal neu machen. Ich habe mich ja jetzt selber getötet. Oh mein Gott. Das hier ist nur eine kranke Scheiße, ehrlich gesagt. Oh mein Gott, das brauche ich! Gesundheitspflanze! Wo muss ich nochmal hin? Hier hin. Also irgendwie macht das gar keinen Sinn, weil ich muss wieder zurück. Ja, töten mich doch alle. Was ist das denn? Hilfe! Was auch immer ich hier gemacht habe. Oh nein, da muss man wieder die kackscheiß Tetherpfeile. Ey, du kannst mich mal. Ich schwimme jetzt hier hin. Ist mir egal. Haben die auch irgendwie gesagt, dass man hier lang schwimmen kann? Oh Mann, die schießen ja sogar ins Wasser. Ganz ehrlich, da will man in Ruhe zocken und es macht einfach nur, ist nur nervig. Ja, ich heile mich, alles egal. Vor allen Dingen kommen da unendlich viele Gegner. Oder sind die auch einfach irgendwann mal fertig? Das Gefühl, die sind nie fertig. Ey, fuck du Typ, lass mich in Ruhe! Ach nein, jetzt bin ich schon wieder außer Sicht runter im Wasser. Wo ist der Typ? Keine Ahnung. Ich habe jetzt ein paar getötet. Hier sind aber noch welche. Ja, dann bin ich jetzt halt hier runtergefallen. Ist mir jetzt auch egal. Ich
Wie man hier hochkommt, keine Ahnung. Ah, okay, so kommt man hier zum Beispiel hoch. Komm, dann machen wir hier ein paar. Kletterpfeile hin. Oh Mann, das war natürlich zu wenig. Ach, ist jetzt einer wieder rausgegangen oder was? Kann man nur ein paar da dreine machen oder was? Naja, egal. Die Typen sind anscheinend erstmal gekillt. Oder sehen mich nicht mehr, weiß ich auch nicht. Scheiße, ich habe keine Heilpflanzen mehr. Da waren jetzt keine bei. Da auch nicht. Das ist das Katapult, okay. Kletter ich da doch mal hoch. Oh fuck. Damit kann ich das Katapult ausrichten. Womit? Wie? Ach, hiermit oder was? Wie richte ich das Katapult aus? Ach, damit. Ach so. Ja, jetzt mach doch E. Ach, da ist das Tor, okay. Das muss ich. Dann mal los. Das ist sowas von falsch. Ja, okay, das ist falsch, ich weiß. Wisst ihr was? Wir machen jetzt erstmal die Signalfeuer. Fangen wir doch mit dem. Ah, mit dem einen kann man gar nicht machen. Dann braucht man da wohl ein anderes Katapult. Doch, das geht schon mit dem. Aber irgendwie habe ich das Ziel noch nicht ganz verstanden. Ach, das Ding ist das Zielding. So, jetzt nehme ich da den hinteren auf den hinteren. Ah, okay, verstanden, verstanden. Ich dachte erst immer dieses eine, was man da sieht. War es nicht weit genug. Okay, dann nehmen wir mal ein neues Signalfeuer. Wahrscheinlich muss ich nachher noch zu einem anderen Kackkatapult. So, jetzt erstmal zu dem hier. Ja, perfekt. Ah, guck mal, da vorne ist noch eins. Burn, baby, burn. Ist auch so ein Lied, ne?
Boah, dieser 8-Bit Energy ist so ekelhaft. Will ich das eine Signal vorher noch eben probieren, bevor ich dann das Tor mache. Weil man, ich weiß zwar nicht, wer die Dinger da reintut und auflädt, aber man hat ja schon gescheint genug. Ja, Mann, den kriegt man einfach nicht. Komm, dann machen wir jetzt einmal das bescheuerte Tor. Perfekt. Genau, fällt noch davor drunter. Richtig da rein. Geschafft. Schade, dass das eine Leuchtfeuer nicht ging, aber naja. Gehen wir hier erstmal wieder runter. Dann können... Nein! Einfach tot. Einfach tot, weil runtergefallen. Tot, weil runtergefallen. Wie kann das denn passieren? Ja, egal. Das hat auf jeden Fall funktioniert. Das ist ein Herausforderungsgrad. Nee, keine Ahnung, was hier ist. Wow, hier gibt's das. Hier gibt's das. Die Glocke kann ich zerschneiden. Ah, cool, alle Glocken abschneiden. Okay, habe ich jetzt auch nicht unbedingt Bock drauf. Aber das heißt, das ist jetzt wahrscheinlich auch wieder so ein Gebiet, wo man dann mehrere Sachen machen kann. Boah, ich hoffe, da sind jetzt nicht noch mehr Leute. Ach so, das ist ja schon verbunden. Das heißt, da kann man ja direkt schon hier hinsliden. Genau, hier war ich auch schon. Ah, guck mal, hier ist noch ein Dokument. Das hatte ich noch gar nicht abgeholt. Das mache ich jetzt mal eben. Gott prüft mich. Ich habe Waffen und Werkzeug ergattert. Genug zum Überleben. Der Khan befahl einst, ich solle wie seine Soldaten Bogen schießen und kämpfen lernen. Und ich bin dankbar dafür. Er gab mir seine eigenen Pfeile, die Rüstungen durchschießen. Das Eis versorgt mich mit genug Flüssigkeit. Aber es ist rot von Blut. Die Armee des Propheten bewacht jetzt eine tote Stadt. Das sind nicht die Soldaten, die uns am Stadttor empfangen haben. Sie sind irgendwie verändert. Unter ihnen ist ein Mann, den ich selbst im Kampf erschlagen habe. Den alten Legenden zufolge überlässt jeder, der die göttliche Quelle erblickt hat, ihr seine Seele und erlangt Unsterblichkeit. Wenn das wahr ist, werde ich hier sterben. Begraben mit dem Geheimnis, das ich finden sollte. Okay. Ich finde das Ganze hier eh. Dieser Banner, die Insignien der unsterblichen Armee. Aber jetzt kommen doch schon wieder neue Leute, oder? So, jetzt werden wir uns erstmal. Bevor ich dich je halten konnte, upgraden. Hatte ich dich fast verloren. Aber du hast gekämpft, wolltest leben, atmen, die winzigen Fäuste ballen und das Krankenhaus zusammenbrüllen. Der schönste Lärm meines Lebens. Als ich in dieser Winternacht heimkam, briet ich mir ein Steak. Ich trank eine halbe Flasche Whisky, wollte Schneeschuhe aus Tennisschlägern basteln und schlief neben der Katze ein. Oder überleben wir. Ich war so glücklich. Ich glaube, diese Geschichte habe ich ein Dutzend Mal gehört und könnte sie immer wieder hören. Ich wünschte, es wäre so geblieben. Dass wir
mehr Zeit gehabt hätten. Ja, ich mache erstmal alles auf Kämpfer, denke ich. Oh Mann, wo geht's lang? Hier lang. Ich habe einfach Angst, hier lang zu laufen. Einige Gebäude sind zerstört. Der Kampf hat sein Tribut gefordert. Aber der Großteil der Stadt ist noch intakt. Cool. Nein, ich muss sie wahrscheinlich jetzt wegmuten. Was von tot. Oh, fuck. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, ehrlich gesagt. Ja, danke für die Medizin. Jetzt hier. Oh, hau ab. Oh, Mann. Wie soll ich das überleben, ehrlich gesagt? Wenn ich mich mit diesen Kackpfeilen selber umbringe... Macht das auch keinen Sinn. Tot. Dafür. Ich wollte gerade sagen, wie habe ich das denn überlebt? Oh Mann, oh Mann! Das heißt, ich komme aus diesen Kampf, scheiß Kackkampf-Dingern nicht raus. Kein Bock mehr. Fuck, fuck, fuck.
bin tot, ich bin tot. Soll ich das überleben? Ich überlebe das nicht mehr. Ja, einmal getroffen und fertig. Kein Bock mehr! Ich versuch jetzt mal da hoch zu klettern. Okay, das war schon mal gut. Was sind denn da noch mehr? Ich will nicht mehr. Ja, ich kann mich nicht mehr heilen, ich weiß. Tot. Ja, ich guck mal an, wie das geht. Ich habe keine Lust mehr. Wir machen das beim nächsten Mal. Ciao.